Wo ist er? Noch zerballert. Wir sind draußen immer, wenn it's Friday again. Es ist Donnerstag. Ja, guten Morgen aus dem wunderschönen Köln. Alle wissen ja, ich bin nicht nur guter Freund, sondern ich bin bester Freund. Und deshalb bin ich jetzt hier gerade nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern stehe hier vor einem Kieferchirurgen. David ist da gerade drin und bekommt seine Weisheitszähne gezogen. Ja, ich bin ja ein guter Freund und habe gesagt, David, guck mal, danach bist du bestimmt total durch den Wind. Ich komme dich abholen und dann bring ich dich erstmal nach Hause. Warum bin ich denn jetzt eigentlich dabei? Ja, weil so für ihn jetzt so für zur Erinnerung. Weil er aussieht wie ein Hamster, ne? Weil er gleich aussieht wie ein Hamster und sich wahrscheinlich benimmt wie ein Idiot. Solche Freunde braucht man. Come on, motherfuckers, come on. David in so eine Vollnarkose zu versetzen, da hätten die ihm einfach nur einen richtig guten Film zeigen müssen. Wussten ja die wenigsten, haben David nicht eine Statue hier in Köln. Das sind ich und David hier. David und ich. Nee, der Esel nennt sich immer zuletzt. Wahrscheinlich pennt er jetzt noch 4 Stunden weiter und wir stehen hier doof. Eine Ewigkeit später. Ja, komm, ich guck mal. Schauen wir mal. Ich soll den Herrn Martin abholen. Ich wollte Sie eigentlich abholen. Deshalb, ich bin jetzt einfach mal vorsichtshalber hochgekommen. Ja, ich schau mal gerade nach. Wo ist er? Noch zerballert. Ist noch nicht versandfertig. Ein paar Sekunden später. Ja, wir haben David jetzt rausgeholt. Ihm geht's soweit gut. David? Ist alles okay? Komm. Komm, da vorne, wir gehen zum Auto. So, ein bisschen durch den Wind. Schöne Vollnarkose in die Venen gedrückt. Naja. Egal, wir holen dich später wieder ab. Irgendwann später. Gut, ich geh mal hoch. Good times, baby! Good times. Ach, guck mal, wer ist denn da? Ja, moin! Was ist Stufe? Stufe? Hallo, Herr Mit wem hast du dich denn geprügelt? Das Chef war es. War aber auch nett, oder? War nett. Oh, shit. You high? Hä? You high? Jo, Mann. Hier, stellen wir mal ein. Das ist das Auto? Nee, da vorne ist das Auto. Hat halt gesagt, so, jetzt gibt's Glühwein oder Herpes. Und ich sag, du mal fertig. David hat gerade gesagt, er möchte auf dem Weihnachtsmarkt noch einen Glühwein trinken eben. Ja? Ja, ich will einfach kostensparend. Bitte? Kostensparend. Was? Kostensparend. Kostensparend? Kostensparend. Kostensparend, stimmt. Also wir haben heute rumgemacht hier am Boden. Ja. Tapfere Kinder kriegen auch einen Zauberstab. Cool, danke. Gardensiosen. Oh, herrlich. Also worauf hast du jetzt als erstes Lust? Wo fahren wir hin? BK. BK, ne? Ich hab was richtig Bock auf so ein Playstation spielen. Das sehe ich überhaupt aus. Gut. Ich mal gesehen. Du siehst gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja, also besser als vorher. Die haben dir die Nase ein bisschen gemacht. Nicht anfassen. Nicht. Nicht. Ich sehe nichts. Ich wollte dir noch ein Sixpack zeigen. Bitte was? Ich sollte mein Sixpack zeigen. Die haben gesagt, ich soll mein Sixpack zeigen. Hast du es denen denn gezeigt? Nee, ich habe gesagt, habe ich nicht. Als er gesagt hat, so jetzt kommt Glühwein. Jetzt kommt Glühwein? Weiß ich ja noch nichts mehr. Wie Glühwein? Er hat gesagt, jetzt kommt Glühwein. Halt die Schnauze, du Alter, ich verpiss dich sonst. Guck mir an, Alter! Wir bringen ihre kaputten Freunde nach Hause. Jetzt! Mit Niklas und David. Also, der Arzt hat gesagt, David wird sich in 3 Stunden jetzt an nicht mehr so viel erinnern von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben. Aber deshalb haben wir das Video gemacht. Fürs Poesiealbum. Damit er sich für immer an diesen Tag erinnert. David, schlaf gut. Und ja, das Video siehst du ja nachher im Internet. Also, gut Kick. So, dann sag nochmal. Tschüss, mir geht's gut. Hey, vielen Dank fürs Abholen. Edwin, Niklas, you done good.